Juhu, meine Lieben, weiter geht's in der großen Action Diamond Painting Vorstellungsrunde. Heute habe ich diese beiden Bilder für euch. Beide im Hochformat, beide 30x40. Eins mit eckigen Steinen und eins mit spezial geformten Steinen. Und dann wollen wir uns die Bilder auch einmal anschauen. Fangen wir mit dem eckigen an. Das Küken war auch eins meiner ersten Bilder, was ich bei Action gekauft habe. Wir haben eckige Steine. Schöne helle Farben. Ist ein Frühlingsbild. Hier haben wir die Legende mit 28 Farben. Und hier haben wir das Bild. Standard-Toolkit war mit dabei. Ist ein schönes Frühlingsmotiv. Am Druck gibt es mal wieder gar nichts auszusetzen. Ich war immer sehr zufrieden bisher mit den Bildern. Das wäre das erste Bild. Hier haben wir das zweite Bild. Die Legende. Wir haben 24 Farben und davon sind vier Sondersteinchen. Die möchte ich euch jetzt auch gerne zeigen. Ich packe das einmal aus. Hier haben wir die Sondersteinchen. Die sind ein bisschen größer. Rot, hellgrün, dunkelblau und noch ein Grünton. Und das ist ja schon interessant. Die roten Steine kommen hier zwischen das Schwarze, das ist das H. Das E ist hier. Es ist eher so ein Türkis als hellgrün. Blau ist hier oben, hier und hier. Also das sieht schon super interessant aus. Da bin ich mal gespannt, wie das nachher wirkt. Toolkit ist auch am Start gewesen. Das sind jetzt auch schon die beiden Bilder. Und falls mich jemand sucht, ich bin dann mal painten.